willkommen zu Finance TV. Aufsichtsräte, das war früher mitunter ein Netzwerk aus alten Freunden und Kollegen aus der Branche. Seit einiger Zeit hat sich dies deutlich professionalisiert. Auch Finanzexperten sind ausdrücklich erwünscht und gefragt. Wie man sie findet und welche Anforderungen sie mitbringen müssen, darüber spreche ich mit unserem heutigen Gast Rudolf Ruther. Er ist Wirtschaftsprüfer und Autor verschiedener Fachbücher zum Thema Aufsichtsrat. Willkommen bei uns. Grüß Gott, Frau Reifenberger. Herr Ruther, Finanzexpertise ist im Aufsichtsrat heutzutage ausdrücklich erwünscht. Wie findet ein Unternehmen denn geeignete Kandidaten? Also Finanzexpertise ist nicht nur erwünscht, sondern es gibt ja den Begriff des Financial Experts, der gesetzlich vorgeschrieben ist seit einigen Jahren, der möglichst als Mitglied des Prüfungsausschusses oder als Leiter des Prüfungsausschusses nominiert werden sein sollte. Wenn man die Frage grundsätzlich beantworten will, wie findet man einen Aufsichtsrat, muss man eigentlich vorher die Frage beantworten, will ich diesen Such- und Findungsprozess professionell durchführen oder nach dem Old Boy Netzwerksystem? Was würden Sie empfehlen an der Stelle? Selbstverständlich nur nach einem systematisch vernünftigen professionellen Vorgang. Das heißt, ich muss als erstes mir überlegen, welche Gruppenkompetenz benötige ich in meinem Aufsichtsgremium. Jetzt würde ich vermuten, dass beispielsweise für den Financial Expert sich der CFO oder ein ehemaliger Finanzvorstand aufdrängen würde nahezu. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, ich habe bisher noch keine genügende Financial Expert Expertise in meiner Gruppenkompetenz, würde ich für ein neues Aufsichtsratsmitglied mit einer Einzelkompetenz diese Fähigkeit suchen. Der Gesetzgeber hat uns eine Latte von sogenannten Idealfunktionen vorgegeben, wie Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, letztlich aber auch schon in höchstrichterlichen Urteilen festgelegt, reicht eigentlich eine kaufmännische Grundausbildung. In der Praxis wird das nicht reichen. Neben der fachlichen Kompetenz, also ich muss meine bisherige Berufs- und Lebenserfahrung im Finanzbereich gesammelt haben, brauche ich, egal wo, neben der fachlichen Kompetenz auch immer meine sogenannte persönliche Kompetenz. Was ist denn da ein Kriterium oder was sind die Parameter, die da persönlich von dem Kandidaten gefordert werden? Nach der neuen Präambel vom deutschen Corporate Governance Codex, der vor einigen wenigen Tagen verabschiedet worden ist, wird der sogenannte ehrbare Kaufmann ganz vorne in die Klammer gestellt. Das heißt, wir suchen Persönlichkeiten. Ich sage immer Persönlichkeiten mit Leidenschaft und Charakter, weil Wissen kann ich kaufen, Charakter, Leidenschaft muss ich mitbringen oder nicht. Was ist denn jetzt speziell für den Financial Expert im Aufsichtsrat die Kernaufgabe? Worauf hat dieser zu achten? Also nehmen wir mal an, der Financial Expert wäre der Prüfungsausschussvorsitzende. Dann ist seine Kernaufgabe mit dem Ausschuss Prüfung, meistens Bilanz, meistens Compliance, meistens Risikomanagementsystem, dafür zu sorgen, dass zeitnah, transparent die richtigen Informationen vom internen Managementsystem des Unternehmens aufbereitet an die externe Öffentlichkeit geht, in Form eines Geschäftsberichtes, in Form eines Quartalsberichtes, in Form einer Ad-Hoc-Mitteilung. Plus, und das haben die meisten großen Unternehmen heutzutage angereichert, weil es ähnlich ist, die Verantwortung fürs Compliance-System, die Verantwortung fürs Risikomanagement-System. Sehr oft ist da auch die Verantwortung für den Rechtsbereich aufgehängt. Und da der Rechtsbereich sehr oft in den großen Unternehmen auch kombiniert ist heutzutage mit dem Thema Ethik, ist das Thema Ethik auch etwas vom Prüfungsausschuss und hängt nicht direkt beim sogenannten beim Aufsichtsratsvorsitzenden. Wie viel Aufwand muss ich denn jetzt als Interessent einplanen, wenn ich mich für eine solche Tätigkeit mit diesem ja doch recht umfassenden Thema dann interessiere? Das ist das leidige Thema zeitliche Verfügbarkeit. Wenn Sie mit sogenannten Berufsaufsichtsräten sprechen, also Personen, die ausschließlich sich um hochqualifizierte Aufsichtsratsmandate bemühen, dann hängt das natürlich von der Funktion ab, von der Größe des Unternehmens. Jetzt würde ich mal über den Durchschnitt sagen, für ein
normales mittelständisches kapitalmarktorientiertes Unternehmen braucht der Aufsichtsratsvorsitzende 60 bis 80 Arbeitstage. Der am meist arbeitendste wird der Prüfungsausschussvorsitzende sein. Da sage ich mal, der wird wahrscheinlich ähnliche Kategorie sein im Normalzustand. Ist das Unternehmen noch im Krisenmodus? Da kann das sein, dass das gerne mal in die Nähe von 100 Arbeitstagen geht. Daher kommt auch die Forderung von vielen Experten, wenn jemand ein Mandat qualifiziert wahrnehmen will, schafft er maximal 2, 3, im Hochfall 4 Mandate, dann ist aber Schluss. Wie sieht es denn aus, wenn ich einen Kandidaten gefunden habe, der aus der Branche kommt, der diese Qualifikation mitbringt? Das ist ja dann heutzutage ein deutlich kompetenter besetztes Gremium als noch vor einigen Jahren, wo wir dieses Netzwerk hatten. Wie verändert das auch die Anforderungen an das Management des Unternehmens, das auf einmal ja vielleicht ehemaligen Kollegen gegenüber sitzt auf der Aufsichtsratsseite? Ich hoffe, dass in allen Fachbereichen sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende, nur Unternehmer überwachen Unternehmer, auch der Prüfungsausschussvorsitzende idealerweise vielleicht früher Wirtschaftsprüfer war, idealerweise Finanzvorstand war, in Augenhöhe im operativen Management seine Ansprechpartner hat. Und wenn ich jetzt in dieser engen Kommunikation bin und ich auf Augenhöhe bin, dann glaube ich, dass ein gutes Aufsichtsratsmitglied oder ein Ausschuss mit 3 oder 4 Mitgliedern für ein bestimmtes Thema sehr gut beantworten kann, ob er die richtige operative Ebene eingestellt hat. Und dann werden Defizite relativ schnell offenkundig, die dann dazu führen, dass Personal adjustiert werden muss. Ich würde gerne mit Ihnen zum Abschluss auch unsere 3 Fragen machen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, einfach ja oder nein. Erste Frage, sind die Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder heute höher, als sie es vor 5 Jahren waren? Absolut, absolut. Zweite Frage, wird es für Unternehmen schwieriger, ihre Gremien mit qualifiziertem Personal zu besetzen? Ja, weil nämlich das Thema Haftung eine immer größere Rolle spielt und es in vielen Bereichen Persönlichkeiten gibt, die eine sogenannte Berufung auch ablehnen. Also demzufolge eindeutig, ja, es wird schwieriger. Und zum Abschluss, unterschätzen Interessenten den Aufwand, den ein Aufsichtsratsmandat mit sich bringt, wenn ich es umfassend ausüben möchte? Absolut auch, ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren und für diese Einschätzung. Das war Finance TV für heute. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuschauen. Bis dahin, machen Sie es gut.